Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Der Ralf hier von Living to Go und zu meinem Stellplatzbericht in Padova. Ja, das ist der Stellplatz. Da ist ein Lebensmittelladen und da ungefähr hinter dem Häuschen ist die Straßenbahn nach Padova. In dem Häuschen sitzt übrigens tagsüber immer jemand, der euch hilft, wenn irgendein Problem da ist. Ich nehme euch mal schnell mit auf meine Stellplatzkarte und zeige euch, wo der Platz genau liegt. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stellplatzkarte schon kennt. Hier sind alle Stellplätze, auf denen ich übernachtet habe, eingezeichnet, aber auch Städte, die ich besucht habe, sogenannte Point of Interest und auch Wanderungen. Die roten Icons sind Stellplätze, wo ihr Geld bezahlen müsst. Die grünen sind offizielle Stellplätze, die kostenlos sind. Und die mit P gekennzeichneten Icons sind Parkplätze, wo ich übernachtet habe. Klickt ihr auf eines der Icons, bekommt den Videolink hier angezeigt. Und dann könnt ihr hier draufklicken und seid sofort bei dem Video. Ja, das ist die Einfahrt. Schön groß. Hier kommt man also auch mit einem großen Wohnmobil problemlos rein. Was ungewöhnlich ist, ihr müsst vorher bezahlen. Das habe ich übrigens, also ich glaube, ich habe es noch nie erlebt. Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt auch schon nochmal woanders. Aber hier müsst ihr auf jeden Fall vorher bezahlen. Das heißt, ihr fahrt hier an und geht dann hier zu dem Kassenautomaten. Der ist auch gleichzeitig so ein Infopoint, da könnt ihr euch also informieren, was so in Padova los ist. Ja, und dann ist hier nochmal alles ganz genau erklärt, ne? Also mit dem Camper anfahren, dann Kassenautomat bezahlen für ein, zwei, drei, vier Tage, was auch immer. Ihr müsst dann mit der Karte bezahlen, Bargeld geht hier nicht. Dann müsst ihr den QR-Code hier an der Säule zeigen und dann geht die Schranke auf. Mal die Preise für ein, zwei, drei Tage. Dann ist ungewöhnlich, dass ihr nur zu gewissen Zeiten Frisch- und Abwasser versorgen könnt. Zeige ich euch gleich. Also montags von 10 bis 13 Uhr und ansonsten zusätzlich nochmal von 14 bis 17 Uhr. Platz kostet zurzeit 8 Euro. Sehr schön an den großen Tafeln hier alles beschrieben und auch in Deutsch. Hier übrigens auch die Strecke mit der Straßenbahn. Ne? Also hier geht's los und dann könnt ihr gucken, wo er aussteigt. Also ich bin Ponti Romani ausgestiegen. Das war irgendwie eine gute Lösung, für rechts und links zu gehen. Aber das müsst ihr natürlich selber gucken. Die Straßenbahn fährt übrigens alle 7 Minuten, also bis 12 Uhr nachts habe ich hier beobachtet. Ja, gibt Städte, die können das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Müllbox ist auch abgeschlossen. Die müsst ihr also extra bei der Aufsicht sozusagen aufschließen lassen, in der Regel. Man muss 50 Cent also nochmal extra zahlen für den Müll. Ja, also so sieht der Platz aus. Sind einerseits so schräge Boxen, da gehen so bis zu 7 Meter rein, würde ich mal so schätzen. Und dann haben wir hier so Längsboxen, ne? Da gehen auch dann längere Fahrzeuge rein. Der Platz ist asphaltiert bzw. mit solchen Pflasterscheinen gepflastert, was ich jetzt beim Regen ganz angenehm finde. Da kommt man so einigermaßen sauber in sein Wohnmobil. Braucht ihr Strom, dann geht er bitte zu dieser Säule hier. Also vorher merkt ihr euch eure Steckdose, ne? Schmeißt hier Euro, 2, 3 Euro rein, also 1 Euro für 4 Stunden zurzeit. Wählt dann eure Steckdose, sagt zweimal okay. Ja, und schon geht der Strom an. Ist wirklich total simpel. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass hier auch dann wirklich die Nummer steht von eurer Steckdose. Hier ist die Ausfahrt. Also wenn ihr raus möchtet, dann einfach da euer Ticket eingeben und dann geht auch schon die Schranke rauf, wenn ihr alles bezahlt habt. Ist ja irgendwie klar. Ist alles kameraüberwacht, wie ihr seht. Also der Platz erscheint mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt hier 3 Tage gestanden. Das war super okay. Heute ist er relativ voll. Also gestern Abend sind ganz viele gekommen, wie ihr seht. Ansonsten waren hier immer nur so 3, 4 Camper im Oktober 23. Ja, am Ende des Platzes gibt es die Fähr- und Entsorgungsstation. Für Kastenwagenfahrer ist das ein bisschen doof montiert, weil ihr müsst hier einmal rumfahren, ne, weil der Wasseranschluss ist ja meistens rechts beim Kastenwagen. Beim Teilintegrierten und größer ist das dann schon anders.
da das ja hier so ein U-Turn ist, ne, und jetzt, dann müsst ihr hier so reinfahren und dann müsst ihr da hinten auch nochmal drehen, um dann, wie gesagt, hier rauszufahren. Ja, so sieht die Fährt-Entsorgungsstation aus. Die ist also richtig verrammelt, ne? Also dicke Ketten. Da kann man ganz große Schiffe mit verankern. So dick ist die Kette hier. Also hier kommt man so leicht nicht rein. Zumindest nicht mit dem Wohnmobil. Außer natürlich zu den Öffnungszeiten. Ja, und dann sieht die Station hier so aus. Die ist allerdings absolut vorbildlich, finde ich. Ne? Wieder so eine Edelstahlrinne, die sich selber säubert mit diesen Düsen hier. Schön breit, ne? Quer, so wie es sein muss. Also wer die nicht trifft, sollte vielleicht noch ein bisschen üben. Ja, dann haben wir hier die Toilettenentsorgung. Ja, ihr seht also auch, selbst der Wasserhahn ist abgeschlossen. Da holt ihr aber bitte kein Wasser. Das Wasser holt ihr euch hier an der Seite. Na, da gibt es also den Wasseranschluss, wenn er dann aufgeschlossen ist. Warum die das hier so absichern, keine Ahnung. Also das ist mir echt ein Rätsel. Vielleicht schreibt da mal unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das ja, hier so ist. Ist schon ziemlich erstaunlich. Ja, wie ich eben schon sagte, ne, hier sind überall Kameras, wird also alles beobachtet. Das mag dem einen oder anderen stören. Ich finde es gut. Immer wenn ich eine Stadtbesichtigung mache, wo ich ja dann vielleicht auch mal, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden weg bin, dann finde ich es schon ganz vernünftig, wenn mein Fahrzeug beaufsichtigt ist. Man weiß ja nie. Ja, hier nochmal der Platz ganz genau. Ja, ist halt Italien üblich, relativ schmale Boxen. Ne, ihr seht ja, hier könnt ihr ja mal, habt ihr so einen Eindruck. Da könnt ihr also gerade noch ein Stühlchen rausstellen. Ja, ich hätte noch ein bisschen mehr nach links fahren können, klar. Hier mein italienischer Nachbar, die haben gestern noch bis 1 Uhr Theater gemacht. Also gefühlt 50 Mal die Tür auf und zu, Zigarettchen rauchen. Dann denke ich, mein Gott. Jetzt ist 12 Uhr, jetzt hat er die letzte Zigarette geraucht. 5 Minuten später kommt er wieder raus, wieder eine Zigarette. Also man macht ja immer so ein bisschen, ja, die Jugendlichen für Ruhestörung verantwortlich. Aber Erwachsene können das ja auch ganz gut. Ja, hier ist die Stromsäule. Ja, laut und deutlich, welche Nummer ihr nutzt. Und das macht er dann halt bei dem Automaten, gibt er die ein, an und fertig. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, für 4 Stunden Strom zahlt er 1 Euro. Also 6 Euro für 24 Stunden. Das ist nicht günstig, aber Strom wird auch immer, immer teurer. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, 3 Nächte gestanden. Ich bin mit meinem Stromkonzept sehr zufrieden. Das heißt, ich brauche da hier nicht an Strom. Spare ich eine Menge Geld. Für Hundebesitzer vielleicht noch. Also hier könnt ihr direkt über die Straße gehen und dann kann man hier den Hund ganz gut laufen lassen. Da vorne, warte mal, ich hole mal näher ran. Da ist so ein Katzenhotel. Na, wo ist mein Finger? Da ist so ein Katzenhotel. Das heißt, Hunde, die da ein bisschen empfindlich reagieren, ein bisschen aufpassen. Ja, und was ich auch beobachtet habe hier, das ist wohl ein ganz beliebter Streifen, um Fahrschülern das Autofahren beizubringen. Für Besitzer, deren Hunde freilaufen, kann nicht schaden, da so ein bisschen drauf zu achten. Ja, nochmal zur Orientierung. Da vorne ist der Stellplatz, da ist der Lebensmittelladen und hier ist dann die Straßenbahnhaltestelle. Ja, wie gesagt, sensationeller Takt mit 7 Minuten. Und ich glaube, das ist die einzige Straßenbahn in Padova, die im Kreis fährt. Das heißt, also, wenn ihr nach Padova wollt, müsst ihr also diese Bahn nehmen, die nach, von hier aus gesehen nach rechts fährt. Aber ich glaube, wenn ihr da wieder einsteigt irgendwo, dann kann auch sein, dass er von da wieder zurückkommt. Das einzige Problem, was ihr dann hättet, da der vielleicht ein bisschen länger fährt, fahrt. Die Strecke ist ungefähr 20 Minuten, aber in italienischen Straßenbahnen ist einiges los. das wird euch nicht langweilig. Da ist übrigens der Shop, um der Ticket zu kaufen. Am besten kauft ihr dann gleich 2 Tickets, weil ihr dann die Rückfahrkarte schon in der Tasche habt. Ich finde die Straßenbahn übrigens ziemlich schick. Ne, guck mal, wie groß die Scheiben sind. Ne? Die gehen fast bis zum Boden. Also da könnt ihr wirklich viel und schön gucken.
Er sagt ja schon, da in dieser kleinen Hütte, da sitzt halt das Aufsichtspersonal. Ich habe hier zwei Leute erlebt. Also einmal ein Mann, der ist extrem hilfsbereit, spricht ein paar Brocken Deutsch, sehr, sehr gut Englisch. Und eine Frau, die, ja, vielleicht an ihrer Freundlichkeit noch arbeiten könnte. Aber natürlich geben die Auskunft und habt ihr eine Frage, dann wird euch die von den Herrschaften hier beantwortet. Der Mann lässt sich nicht abhalten, euch alles zu erklären. Also der ist wirklich sehr, sehr engagiert. Also selbst wenn er eben sagt, ach, wir wissen schon alles, wir haben das Video vom Ralf gesehen, wird euch trotzdem alles erklären. Wenn ihr länger bleibt, als ihr bezahlt habt, hat der Mann mir erklärt, ihr sollt erst hier ranfahren, euer Ticket reinstecken, dann sagt der Automat natürlich, ihr müsst noch bezahlen. Ja, und dann könnt ihr gleich da nachlöten. Also ich habe mich hier wohlgefühlt. Ich kann hier nichts Negatives sagen. Vielleicht doch eine Sache, weil ich gerade so sehe, hier sind die Strommasten direkt über dem Platz. Es gibt ja Menschen, die da sehr sensibel drauf reagieren. Also für die ist der Platz da nix. Ich bin ja so ein robuster Kerl, mich macht das nichts. In dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug, tolle Übernachtungsplätze und vor allem die Ruhe in der Nacht. Ich hab euch alle lieb. Bis dann. Tschüss.